Ein weniger glücklicher Angriff für Chunky. Und das heißt auch nur, wir wären klein. Das heißt, das ganze Prozedere nochmal. Scheiße. Eigentlich dürfte unsichtbar nicht so... Wow, wow, wow. Eigentlich dürfte unsichtbar nicht so schwer sein. Oh, Hilfe. Hilfe. Und damit das dritte Mal nochmal. What? Und Punch. Da kommt der dritte Treffer. Chunky hat's gediddelt. Fast. Nur noch ein Treffer. Ein einziger. Alter Schwede. Und wie war da mit dem Schatten gerade ein Grafikfehler, oder? Huah, Smack. Und die letzte Unsichtbarkeitsplatte. Hilfe. Und Twap. Yeah, und einen vierten Versuch. Los, du schaffst das mal. What? Nein, doch, shit, Alter. Das war die Schwierigkeit am vierten Schlag. Der war ziemlich heftig. Flup. Die Scheiße ist, wenn wir die Zeit ausgehen, müssen wir alle vier Treffer nochmal leisten, aber unsere Energie lädt sich nicht wieder auf. Wow. Oh, doch, shit. Ich darf nicht zu viel Treffer ausgehen. Ich habe nur so eine halbe Minute. Scheiße. Let's go. Und Punch! Falcon! Punch! Oh mein... Und damit ist es erledigt. King Kroko hat die Schnauze voll. Scheiße, Mann. Aber irgendwie... Also, das ist gerade verdächtig. Oh. In Szene gesetzt. Ja, du Assi, ich bring dich um. Was war das für ein Pfiff? Wer ist denn das? What the fuck? Oh, Candy! What the fuck? Okay, wohl gleich. Das wusste ich gar nicht mehr. Boah! Oh, ganz hot, nicht wahr? Also, das ist aber Krokodil und Affe, das geht nicht. Haben wir. Sabba, sabba. King Kroko, du bist eine alte Pfeife. Boah, die Lache, Alter. Kannst eintüten und verkaufen. Haben wir. Sehr blöd. Und, warte, da kommt noch jemand? Oh, die Funky-Mucke. Wie geil. Was hat er denn da? What the fuck, ein Schuhschuss? Ein Shooter? Ein Schuhshooter? What the fuck? Oh, ich glaube, er steht genau richtig und... Voll in den Arsch. Alte Kacke, voll. Und da, da, da. Und. Bam. Oh. Er ist, glaube ich, gerade bei... Typi gelandet. Die freuen sich. Der wurde gerade weggeboxt von Kalumsi. Wie geil ist das denn bitte? Das wusste ich gar nicht mehr. Oh Mann. Ich hab's tatsächlich geschafft. Nein, wir haben's geschafft natürlich. Wir haben King Kroko downgehauen. Auch eine Bananenfee. Und zwei. Wie jetzt? Ihr seid schon wieder abgehauen? Nee, oder? Wie jetzt drei? Nee, jetzt nicht normal, oder? Nein, keine Ahnung, ist das bloß, ach ja, das Outro, wie man so schön sagt. Die Credits, die Kredite. Mit einem komischen Grafikbug von der Sonne, die durch die Wand durchgeht. Na klar, warum nicht? Wir haben es geschafft. Donkey Kong 64 ist damit durch. Development Team. Irgendwas zwischen Rare und Nintendo, nicht wahr? Das war so episch. Und oh, Candy hängt bei Donkey Kong rum. Hm, was die da wohl machen? Und die coole Mucke läuft auch schon wieder. Oh Mann, dieses epische Let's Play. Ist auch ziemlich lange gegangen letztendlich, weil, naja, 48 Parts, wenn ich überlege.
Das dürfte ich so, naja, doch einige Monate hat es auf jeden Fall gedauert. Didi, was machst du da? Fall nicht runter. Und zu spät. Tor. Ganz cool, war. Oh Gott, die Pose. Chucky freut sich mit Tiny. Donkey frisst Bananen, nehme ich einfach mal an. Alenki, was macht der? Wo ist unser Lenki, Mann? Wo ist der coole Affe hin? Oh, wo ist Tiny hin? Chunky, was hast denn du gemacht? What the fuck? Ja, Tiny ist weg, ne? Blöder Arsch. Ich hier, huhu. Chunky, du kannst deine Kräfte nicht kontrollieren. Tut mir leid. Funky albert da richtig einen ab. Mit seiner fetten Rakete auf dem Rücken. C-Stamper und T-Stamper. Aha, wer auch immer. Wieder allein abjunken ist ja übel. Bam. Aber sein Schuhkick war geil. Wear Testing. Das ist so ein richtiger Army-Freak. Lol. Ein Breakdance-Affe. Way out. Der Banana-Horde. Naja, wir können uns ja denken, wer hier rumguckt, nicht wahr? Donkey hat seine goldenen Bananen wieder. Jetzt hat er wieder genügend zu mampfen. Oder ich glaube, er schleppt sie gerade erst ein. Egal, auf jeden Fall. Was für ein melancholisches Ende. Oh, auch Cranky hat sich mal da hochbegeben. In seiner Slow-Motion-Ecke da. Kommst du denn aus einem Labor, Affe, wa? Ein sehr episches Let's Play ist damit beendet. Oh, ich hab keinen Bock mehr zu schleppen. Tut mir leid, Donkey, du. Die wurden sie geklaut und musst da wieder reinschleppen, ne? CM-Mäuse, den kenne ich auch aus. Der war doch auch bei. Da gab's doch so einen Trick bei Link's Awakening. Wenn man das eingibt, dann kriegt man da irgendwie eine andere Mucke am Anfang. Keine Ahnung, irgendwas war da. The French Translators, oh Gott, die Franzosen. Ach, hier Donkey am Faulenzen. Ja, ja, du Potsau. Nichts, nix Faulenzen. Ich danke an alle, die sehen das Let's Play sowieso nicht. Aber Donkey Kong 64, ein brillantes Spiel. Zwar mit seinem. Übrigens, glaube ich, Donkey Kong 64, ne? Mit seinem extremen Sammeltick auch in die Guinness World Records gekommen. Denn tatsächlich ist das Spiel mit den meisten sammelbaren Items. Mit 40 Blaupausen, 20 Bananenfeen, 8 Schlüsseln, 10 Kronen, 201 Bananen, 3500 farblichen normalen Bananen. Und ich glaube noch einiges mehr, ne? 40 Blaupausen auch noch. Und da ist sie. Alle Bananen sind komplett wieder. Alter, das habe ich alles in meinem Let's Play gesammelt. Oh, das darf man sich gar nicht vorstellen. Ich hab's doch geschafft, Mann. Los, lass mich in Ruhe. Ey, schlepp mich mit. What the fuck? Bam, bada. Bam, bada. Okay, Wool ist von unserer Insel verschwunden. Das Friedliche ist wieder da. Und immer versuchen sich die Credits irgendwie ins Bild einzublenden. Das sieht cool aus. Ich fand das jetzt. Boah, Alter, der hat ein bisschen schlecht gefrühstückt, oder? Also rote Fürze sind nicht so cool, nicht wahr? Also. Oh, die Schweinchen, die fetten. Oh Gott, die fressen uns so alle Bananen weg. Wo ist der fette Blau hin? Oh, doch. Der arme Baum, ey, wie könnte das dem Baum antun? Ich hab Hunger, du bist fett genug, Alter. Oh, jetzt muss er richtig ihn absemmeln, Alter. Oh, so richtig dünn Schiss in die Luft, Alter. Alter, das ist jetzt nicht so cool, ne? Also rot und gelbe Fritze hier in dem Spiel. Ach, drei sogar, da ist ja noch ein roter. Also ich könnte ja jetzt einen Witz bringen, aber ich glaube, den spare ich mir. Erstelle einfach mal. Ach, ich wundere mich schon, wo ist denn der alle Lenki, Mann? Der fehlt mir noch und der macht da gerade schön Breakdance. Ach Gott, DK, ist das cool. Ich fand das Spiel als Kind so geil. Allerdings muss ich sagen, in seinem Umfang größer als Super Mario 64. Allerdings habe ich für Super Mario 64 wesentlich länger gebraucht. Einfach auch, naja, weil das erste N64-Spiel war, ne? Da musste man noch so ein bisschen dran arbeiten. Allerdings habe ich diesen Endgänger damals definitiv 2-3 Mal probieren müssen, bis ich ihn geschafft habe. Daran erinnere ich mich noch. Oh Gott, was macht die denn da? Ist die auf Koks, Alter? Ich fliege!
Ich sehe was Grünes. Was Großes Grünes. Machen die da etwa komisch? Ach nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. What the fuck? Ich glaube, Kalumsi nimmt das auf eine Reise mit, nicht wahr? Wenn ich das jetzt hier so beobachte, das könnte gut hinkommen. Ja, doch, das ist Kalumsi. Alle Fälle. So was Großes Grünes, der ist ja größer als King Kroko. Und auch Lanky mit von der Partie. Ich finde den ja irgendwie am lustigsten. Donkey ganz hinten drauf. Echo. Und die irgendwo auf dem Hals. Ach, der macht rückwärts paddeln, war. Ist ja Porno. Wie geil. Ach ja, eine so idyllische Insel. Wir haben sie gerettet. Ach, das macht die. Oh Gott. Candy ist ja echt beknackt. Aber was auf Kalumsi nicht alles Platz findet, war. Und jetzt, wenn er einmal den Maul aufmacht, gaum, ist die alle weg. Lass es dir schmecken, ne? Aber er macht die Haare vorher ab, ne? Haare rupfen und so, ne? Lecky darf da mal zwischendurch schwimmen gehen. Sieht ja gar nicht Graphic Buggy aus, oder? Ach ja. Irgendwie macht mich das schon ein Stück weit melancholisch. Nein, ich werde nicht heulen. Auf jeden Fall würde ich sagen, mein Let's Play ist beendet. Ich habe alles soweit geschafft. Oh Gott, wir sind irgendwo am Dreh, am Setting. WTF. Ach, hier die Plastikteile vom Endgegner. Auditions. Was ist denn Auditions? Also gut, Bigger Donny in Englisch, nicht wahr? Auditions und ein Delfin, ne? Also. Ach, hier Cranky, der den Dreh gemacht hat, war. Dann müsste da jetzt irgendwie. Director. Wie geil. Ja, Cranky Kong hat die ganze Geschichte geschrieben, ne? Ey, ist das Porno. Da habe ich noch einen kleinen Insider für euch. Wenn man nämlich bei King Kroko verreckt, dann kommt der nämlich rein und sagt, ah, warum bist du denn gestorben, Mann? Ich habe das schon meiner Zeit geschafft und da habe ich es noch viel besser gekriegt und ich war alleine und nicht zu fünft. Ach, hier Casting oder was? Das ist ja geil. Das wusste ich alles gar nicht mehr. Das ist schon so lange her bei mir jetzt, dass ich diesen Kampf mal gemacht habe. Naja, darf ich bei Donkey Kong 64 mitmachen? Lampenfieber. Lampenfieber soll dicker haben, nicht wahr? Mit steigenden Zuschauerzahlen momentan. gar nicht nervös, oder Donkey? Ja, ja, millionenfach verkauftes Spiel. Ach, Auditions sind bestimmt Outcuts irgendwie. Chunky, ey, ich will das in meinem Let's Play auch dürfen. Boah, ich muss aber gerade nicht rülpsen. Boing, boing. Auditions sind bestimmt so eine Art Outtakes. Ah, für eine coole Macht irgendwie. Die Geräusche. Das ist ja mal gar nicht auf Szene, ne? Ein Twink! Was? Next. Next. Lol. Ist das krank. DK. Aha, gut. Mit ein bisschen Grafikbugs. Entschuldigt das. Aber ihr wisst ja, das ist beim Emulator halt so. Next. Ja. Ja, vor Biber Butzermann hätte ich auch Angst an einer Stelle. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Der hat anscheinend eine Biberphobie. Next. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Ah, kennen wir doch aus Aqua Albtraum, nicht wahr? Ja, Frauenpower, nicht wahr? Tiny, da kannst du nicht wirklich punkten, nicht wahr? Das ist ja lustig wie Tag und Nacht, ne? Sind das eigentlich die 3-1-10 weiblichen Charaktere aus Donkey Kong 64? Da stehen sie alle da und sammeln. Mund zu, der Kaffee wird kalt. Ja, genau, Kinnleisten. Ich bin ja hier in einem ganz normalen Let's Play, ne? Also nichts mit Lachen, das war ganz so geil. Aber was machen die denn da, Synchro oder was? Next. Oh Gott. Biber Butzemann. Die hacken anscheinend wie die Kanickel. Oh.
Das könnte ein neues Jamba-Lied sein, ne? Hier, der Weapon the Frosch oder wie sie alle heißen. Ja, Doggy, ich push das Knöpfchen hier. Schwarz. Ach, er kriegt den Schalter nicht um, wa? Ah, ja, klar. Ja, Tiny next. Ist ja mal geil. Bananenfee? Gut. Lol. What the fuck? Du warst damit nicht gemeint, offensichtlich. Jetzt hab ich dich noch so voll, Mann. Tschüss, Mann. Ist das geil. Damit wär's erledigt, alter Scheiße. Ach, nochmal ein richtig geiles Ende. Damit ist mein Let's Play beendet mit, ich schätze mal, 49 Parts. Ich habe jetzt lange genug aufgenommen, das wird definitiv in zwei Parts gecuttet. Einiges kann man jetzt noch einstellen, das möchte ich eigentlich gerne noch zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange habe ich jetzt eigentlich aufgenommen, ich habe gar keine Ahnung. Abenteuer, Sound, Multikong, es gibt einen Multiplayer-Modus. Naja, den werdet ihr vielleicht kennen, der ist jetzt nicht so was, aber man kann halt Multiplayer zocken. Und mit den Mysterien kann man einiges Cooles machen, zum Beispiel sich mit den zwei Feen sich nochmal sämtliche Intros angucken, die man bereits freigeschaltet hat. Da ist alles dabei, vom Weapon bis zu den allen Intros von allen Welten. Kommandantur, Abgang, Cables Flucht und die Endsequenz. Mit 6 kann man ein paar Bonus-Games zocken, und zwar Rambis Arena, Angardes Arena und DK Arcade. Sowie Jetpack. DK Arcade kennt ihr ja, ne? Den Automaten und Jetpack natürlich. So, das, wo man die Rareware-Münze verdienen musste. Mit 10 kann man alle Boss-Gegner nochmal machen. Da könnte man mal so eine Boss-Challenge machen, wenn ich mal Bock habe, aber momentan eigentlich eher weniger. Crush aus, Crush an. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe nicht die geringste Ahnung, muss ich sagen. Cheats, da kann man wirklich tatsächlich Cheats einstellen. Finde ich ein bisschen krank irgendwie. Und einiges ist tatsächlich zu groß, man kann es nicht lesen. Na gut. Wollte ich bloß noch zeigen, hier kann man tatsächlich alles gesamt einstellen. Da hat man wirklich von allem Kram und endlich. Braucht man aber nichts, denn generell nicht. Wollte ich bloß mal zeigen, dass man mit den Bananenfeen, die man freigeschaltet hat, ein paar Sachen machen kann. Multikong, was kann ich noch zeigen? Option ist eigentlich nichts, weil das dazukommt, glaube ich. Bildschirmgröße. Kann ich gleich White Skin eigentlich nehmen sollen? Bringt gar nichts. Zwischensequenzen kann man abstellen, Highscores löschen und so weiter und so frei. Ich würde sagen, Freunde, damit ist mein Let's Play tatsächlich zu Ende. Donkey Kong 64 ist komplett und zu 101% gelöst. Wir haben King Kroko weggebasht. Warte mal, das muss ich jetzt nochmal... Ja, Quackbash! Ich denke mal, ich würde gerne... Ich muss das mal so ein bisschen machen, so mal alle 10 Parts reinklicken und denk mal so... Denn gerade in langen Let's Plays fällt einem immer auf, dass man sich während dem Let's Play immer stetig verbessert hat. In 17 Stunden und 30 Minuten habe ich es geschafft. 301 Bananen und 101%. Das Spiel ist komplett, Leute. Und damit verschiede ich mich in aller Herzlichkeit. Ich würde sagen, schreibt mir mal in die Comments, wie ihr das Let's Play fandet und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, das mache ich ja mal jedes Mal. Fazit zum Spiel habe ich, denke mal, über das Spiel hinaus mehr als oft genug gegeben. Ich finde Donkey Kong 64 richtig geil. Es hat zwar einen extremen Sammeltick, aber der Sammeltick ist einfach, oh, cool, es stört nicht. Also, ja, man hat flüssige Übergänge vom Sammeln her und auch, also man muss jetzt nicht extra, weiß nicht, 10 Millionen Mal in irgendeine Ecke. Also, okay, ja, ich muss da ab und zu mal Ballon suchen. Das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Aber insgesamt, denke ich, hat sich das schon ganz gut gemacht. Also, Freunde, ich denke mal, wir sehen uns wieder in einem nächsten Let's Play, denn ihr denkt mal, ihr werdet ja schon ahnen, dass es da ein Folge-Let's Play geben wird. Was ich da mache, weiß ich ehrlich gesagt, das muss ich jetzt einfach mal gestehen, an der Stelle weiß ich noch gar nicht. Ich habe so eine Vermutung und so eine Idee. Ob das kommen wird, seht ihr denn, wenn der erste Part draußen ist. Aber ich würde erstmal sagen, wie üblich, mein klassischer Spruch, macht's gut, haut da rein und ciao und bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut.